Opal. Opal ist ein Edelstein. Opal ist ein Mineral. Opal ist ein beliebtes Material für verschiedene Schmuckstücke. Opal wird auch verwendet in der Edelsteintherapie. Opal besitzt keine feste Kristallstruktur. Opal tritt meist auf als massige Adernfüllung oder auch knollenförmig ausgebildet. Opal, der Begriff, kommt von dem lateinischen opalus, eventuell auch vom griechischen opalios, und das bedeutet kostbarer Stein. Vermutlich hat es etwas zu tun mit dem Sanskrit upala, was eben auch als wertvolles Gestein ist. In der Antike galten Opale als besonders wertvoll, sie wurden zum Teil sogar höher bewertet als Diamanten. Es gibt verschiedene Opale, die verschiedene Farben haben. Es gibt den Edelopal mit buntem Farbspiel und es gibt den Feueropal, der rot sein kann. Es gibt den schwarzen Opal, den hellen Opal, es gibt ein Matrixopal und andere. Schließlich gibt es auch den gemeinen Opal, der ist eher wasserklar, weiß bis glasig. Und dann gibt es auch verschiedene, ja, also was bei Opal immer charakteristisch ist, er strahlt und erleuchtet, er hat ein gewisses Reflektieren. Opal als Edelstein, als Heilstein und Meditationsstein. Opal gilt bei der Meditation als besonders starker Seelenstein. Manche sagen, dass der Opal für die Meditation der stärkste Stein ist. Und Opal heißt übrigens auch Neslit, Peyaderos oder auch Viandit. Opal wurde also auch schon in der Antike als wertvolle Edelsteine geachtet. Opal, Wirkung von Opal auf die Psyche. Opal hat eine besondere Wirkung beim Betrachten. Opal hat ein einzigartiges Farbenspiel. Opal kann eben alle Farben der Natur aufweisen. Opal wirkt faszinierend und daher auch wohltuend. Man könnte sagen, vergleichbares Farbspektrum haben zum Beispiel auch Schmetterlinge und zum Teil auch die Kolibris. Indem man Tratak ausführt auf einen Opal, kann das die innere Gefühle verstärken. Opal kann damit glücklich machen, Opal kann helfen, mit sich selbst in Einklang zu kommen. Opal kann auch helfen, Glauben an sich selbst zu finden. Opal kann damit auch Gemeinschaftssinn und Kommunikationsfähigkeit kultivieren. Opal hilft, mit sich selbst zufrieden zu werden und das hilft auch, dass man wahre Liebe finden kann. Opale helfen, offener zu sein. Opale können damit auch helfen gegen Depressionen. Allerdings muss man auch aufpassen, man kann sich in die Farben des Steins verlieren und es kann passieren, dass man dabei zu Lebensmüdigkeit kommt. Aber Opal hat auch einen besonders schönen Klang, wenn man, oder einen besonders schönen Glanz. Er kann also sehr intensiv wirken. Wenn man feststellt, dass man beim Betrachten des Opals negative Gefühle hat, dann sollte man aufhören, mit dem Opal zu arbeiten. Es gibt andere Steine, die einem helfen, durch negative Gefühle hindurchzugehen. Beim Opal wird gesagt, dass man das nicht tun sollte, sondern den Opal so weit verwenden, wie er einem Freude und Glück gibt. Opal kann man nicht nur verwenden für Tratak, man kann Opal auch auf die Körperteile legen, man kann Opal besonders in den Herzbereich legen, man kann auch Opal als Kette verwenden, als Opalwasser oder Opaltee. Man kann Opal so lange anwenden, wie man das Gefühl hat, dass es einem hilft. Opal ist auch gut gegen
Unkonzentriertheit und Zerstreutheit, aber wenn unangenehme Emotionen oder Zerstreutheit kommen, wenn man Opal verwendet, sollte man absetzen. Wenn man Opal als Edelsteinwasser nimmt, sollte man die Zusammensetzung der Steine kennen, denn in Opalen sind manchmal auch giftige Materialien eingelegt. Körperliche Wirkung von Opal. Opal unterstützt die Magen- und Darmtätigkeit. Opal wird also auch verwendet bei Magenträgheit und bei Darmträgheit. Und in der Psyche hilft Opal, verborgene Potenziale zu enthüllen, und damit hilft es auch gegen Trägheit des ganzen Organismus. Sternzeichen von Opal. Opal ist insbesondere ein Stein für Sternzeichen Fische und Krebs, die ja beide für Gefühle stehen, Fische auch für Kreativität. Für Fische ist der Edelstein ein Glücksstein, für den Krebs ist er ein Harmoniestein. Aber Opal ist auch wichtig für Wassermann, der ja auch voller Kreativität ist. Er ist auch ein Stein, der der Jungfrau hilft, weil er zu etwas mehr Spontanität verhilft. Für den Schützen ist der Opal auch ein Glücksstein. Das waren einige Gedanken zum Opal. Ich bin dort teilweise den Aussagen von Wikipedia gefolgt, teilweise dem, was auf dieser wunderschönen Seite zu finden ist, www.edelsteine.net.